Willkommen zu einer weiteren Minecraft Vampir Reaction. Heute haben wir hier Part 8. Hochzeit mit einem Hochzeit mit Vampirmädchen. Warte mal, was? Heiratet heute Flo? Warte, wer stand denn nochmal auf ihn? War das Syndra? Ja, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir werden auf jeden Fall mal reinschauen. Wir lassen ihn schon mal ein Like da. Lasst auch ihr gerne hier bei der Reaction ein Kosmos-Abo und ein Like da für mehr Minecraft Vampir Reactions. So, das war der falsche Knopf. Ich wollte den drücken für den guten Fullscreen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein, Leute. Was zum Vorgeschah? Hat ihr einen Geheimgang? Warte mal, und ich will diesen Dings finden. Diesen Lord. Dracula? Oh, ich erinnere mich, er hat den Lord getroffen. Der wollte ihn aber, glaube ich, nicht töten, oder? Der meinte ja doch irgendwie, er hat eine andere Aufgabe oder eine andere Idee, was sie mit ihm machen können. Willkommen zurück, Dieb. Warte mal, Manfred? Ach stimmt, Manfred kam. Manfred macht alle fertig jetzt. Warte, was, Manfred? Warum bist du mit hergerannt? Nein, Manfred ist viel zu gefährlich für dich. Warte mal, du schaffst das. Manfred jetzt hier? Echte jetzt packt er die Musikbox aus mit dem Manfred am Bahnhof-Song. Dann tanzen alle Vampire, freunden sich mit Flo an und besiegen... Ich weiß noch nicht, wen, Helena oder so. Keine Ahnung. Leute, hat Flo nicht bei der letzten Folge auch gesagt, fällt mir gerade ein, dass irgendwie er eine Special-Folge mit Manfred machen möchte. Ist es wohl die Folge jetzt schon? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe. Vampire im Vampirdorf? Okay, wir müssen unbedingt aufpassen. Du, das könnte ja kritisch werden. Oh nein. Oh, da kommen alle. Oh nein. Vampire-Angriff! Oh mein Gott! Lauf! Die treffen ja gar nicht, die Vampire. Oh nein, die jagen uns! Manfred, wo schießen die hin? Manfred, lauf weg! Ich wollte dich eigentlich nicht reinmachen in das Ganze. Ich will ihre Köpfe. Oh mein Gott! Die schicken Vampire nach uns! Die schießen! Weg, Manfred! Sind die Vampire? Ja, Manfred, ist ein Vampir! Also lauf! Sind Vampire Vampir? Oh nein, ich hab meine... Oh nein. Alter Flo, du kannst doch nicht stehen bleiben, jetzt die Laterne mit der Faust abbauen. Das dauert 10 Jahre. Laterne? Okay, ich muss die Laterne zurücklassen. Oh Mann. Manfred! Oh nein, das wird ja dunkel. Oh, ich wurde gehittet. Lauf. Die hitten aber echt gar nicht mal so gut, muss man leider sagen. Oh nein, ich sehe nichts. Manfred, hast du Licht? Hast du irgendwas, das Licht macht? Aber gut für Flo. Lauf. Und wie viele sind das? Habt ihr die gesehen? Sind die hinter uns? Ja, die kommen. Manfred, lauf. Lauf. Irgendwo hin. Oh nein, ich habe nicht genug Essen. Nein, die Sonne geht unter. Aber sie sind weg, oder? Von wie weit schießen die denn? Oh nein, die sind alle hinter uns. Manfred, schnell. Der sah gruselig auch aus, den man da gerade gesehen hat mit diesem lilanen Anzug. Alter, lila, richtig cool. Manfred, ich dachte irgendwie, Manfred hilft dem jetzt irgendwie krass. Aber nee, die sind einfach nur weggerannt, ne? Aber was soll Manfred auch gegen Vampire machen? Ich weiß nicht, was ich da erwartet habe auf einmal. Wir müssen irgendwo... Ich weiß nicht, wie wir wegkommen hier. Oh! Der hat leuchtende rote Augen. Lauf. Was ist das? Oh, was ist das für eine Höhle? Oh, das ist aber auch kritisch. Das ist eine Sackgasse, Leute. Die verstecken sich da jetzt. Entweder die Vampire finden die da nicht und rennen weiter, oder die finden die da und dann ist vorbei. Da können die gar nicht mehr fliehen. Versteck dich hier. Oh, das ist risky. Ganz ruhig. Warte. Oh. Die sind alle blind. Es zum Glück. Oh, ich dachte, sie hat sie gesehen. Ey, wie viele das waren. Das geht nochmal gut aus. Oh mein Gott, Leute. Was war das für eine epische Verfolgungsjagd? Vampir? Ja, Manfred, das waren echte Vampire. Manfred, warum bist du mir hinterhergerannt? Das war viel zu riskant. Weißt du das? Manfred ist ein Guter. Warum ist hier eine... Was ist das? Manfred, du sollst lieber aufpassen. Warte mal, was ist für eine Höhle überhaupt? Honig. Nee. Stimmt. Nein, du, ich glaube, das ist kein Honig, ey. Manfred. Ist das Honig? Nee, oder? Ist das ein... Ach, das ist ein Ei. Oh. Honigei. Ist Honigei ein Vampir? Lass es lieber dort. Oh. Der klaut das. Safe. Du, ich glaube, ich weiß... Der hat schon in der Hand. Er hat es aufgehoben. Nein, Manfred, nein! Links von hin! Leute, ich glaube, ich weiß, was das für eine Höhle sein könnte. Nein. Nein, Manfred, ist nein! Vom, Honig, vom Honig, Werwolf? Honig, okay. Leute... ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay. Ich mache mein Schild hin. Vielleicht merkt's. Ich hoffe, das war nicht die Monsterhöhle. Ich hoffe, das war irgendeine andere Höhle hier.
mein Gott, Leute. Er lässt das Schild da. Habt ihr Vampire gesehen? Was für ein Pfeilehagel war? Oh Mist, und ich habe meine Laterne verloren. Bitte, ja, nimm das Schild mit. Okay. Warte mal, kann ich hier diese... Was ist das hier? Leuchtet das? Diese leuchtenden Pilze hier? Ich meine, man soll Pilze nochmal lassen. Macht der Licht? Ich glaube schon. Höh, ist weg. Okay, dann hätte ich das Ganze geklärt. hey Leute. Und ich bin jetzt irgendwo im Nirgendwo in der Finsternis. Super, geil. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier sterben. Okay. Aber ich kann vielleicht hier bleiben, bis es Tag wird. Und hoffe, dass mich niemand bemerkt. Ey, Leute. Oh mein Gott. Aber... Wo ist Manfred überhaupt? Der ist einfach straight in die Richtung gerannt, wo auch die Vampire hingerannt sind. Ey, Leute. Ihr müsst zugeben. Lass mal ein Like auf diese ultra geile Verfolgungsjagd. Like. Wie viel waren das? 5 oder 6 Vampire? Und einer hatte leuchtende rote Augen? Was haben die geschrieben? Vampire Angriff. Ich will ihren Kopf. Manfred sagt immer, sind die Vampir? ja, Manfred, die waren Vampir. Ey, Leute, so krass. Die Frage ist halt, was ist jetzt passiert? Weil, was, wenn die uns jetzt suchen, Leute? Denkt ihr, dieser Dracula macht Jagd auf mich? Oder, ich meine, er will wahrscheinlich seinen Hut wieder. Aber, Leute, ich will den Hut auch haben. Ja. Der Hut ist cool. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Und ich hatte Silber an. Also, ich glaube, es hat mich ein bisschen beschützt vor denen, aber, ja, nicht so viel. Also, ich glaube... Das ist so krass, dass das alles so gestattet hat, weil Flo den Hut geklaut hat und den nicht zurückgeben wollte und auch dich einfach absetzen wollte. Du wegen dem Hut. Flo, das ist so ein Hut. Warum? Volles Silber wäre besser gewesen. Hab's am Anfang einfach gar nichts angehabt. Aber egal. Leute, heute, wenn ihr das heutige Video seht, am 25.10. Vor 11... Heute ist gar nicht der 25.10. Jahren habe ich meinen YouTube-Kanal gegründet. Das heißt, vor 11 Jahren habe ich mit Chaos 45 angefangen. Und deswegen feiern wir das mit der 11 Jahre Eis und Feuer Special Edition. Ey, dann sind das ja schon 15 Jahre, oder? Weil das ist ja 4 Jahre alt, glaube ich, das Video. Das ist schon heftig, Mann. Das ist richtig krass. Leute, wir skippen mal nach vorne. Vielleicht gibt es ja bald eine 15-Jahres-Edition in einem Monat oder so, wenn das bei Flo so weit ist. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Schaut in der Zeit, während ich hier den Ort suche zum Skippen, auch gerne auf rhinexcode.de vorbei. Denn da gibt es natürlich auch coolen Merch. Guck mal, ich habe perfekt zu shop.chaos44.com geskippt einfach. So, ich glaube, hier geht's weiter. Darf es nicht fehlen, eure Sammlung, weil das ist so nice. Doch nicht. So, ich glaube, hier geht's weiter. Gadgets gibt's auch, wie gesagt. Aber naja, hier ist eine Fledermaus. Aber Leute, wir müssen irgendwie nach Hause finden. Zurück. Und das könnte kritisch werden. Leute, warum hat Manfred dieses Ei geklaut? Warum ist hier eine Fledermaus? Macht mir ein bisschen Angst. Okay. Frage ist, wie kommen wir nach Hause? Ich weiß nicht, lohnt es sich überhaupt nach Hause zu gehen oder soll ich übernachten in diesem Nest? Nein! Du kannst doch nicht in dieser Monsterhöhle übernachten. Was? Bitte nicht! Irgendwie ist diese... Oh. Fledermaus, Leute. Das könnte ein Vampir sein. Da habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Fledermaus, richtig merkwürdig. Wohnt die hier? Die beobachtet die Fledermaus, auf jeden Fall. Ist es dein Nest? Nein. Ich hatte noch gehofft, dass das Syndra ist oder so. Es ist einfach der Lord. Nein! Oh, hallo? Nein! Was? Oh mein Gott! Leute, wo bin ich? Hallo? Oh mein Anderthalb Gott! Anderthalb Herzen! Dracula! Heiß und feurig! Der will den Leute, essen. Will er mich grillen? Nein, der Leute! Ist verrückt! Was soll das? Die haben ihm auch seinen ganzen Loot genommen anscheinend. Der hat nicht mehr sein Taschenmesser, der hat auch keine Schnitzel mehr, nichts. Brennen wirst du, mein Kind. Den Hut hat er auch nicht mehr. Geistkrank. Ach doch, der hat auch Nein, ich hab meinen Hut geklaut. Nein, Leute, alles nur nicht mein Hut. Okay. Flo, das ist nicht dein Hut, das war sein Hut von Anfang an. Leute, ich seh's gerade, er hat ihn. Meine Kinder haben mir erzählt, du suchst den Königskiller. Oh. Ja, bist nicht du? Ey, guck ihn an. Oh mein Gott. Da bist du im falschen Dorf? Leute, doch, lügt ihr oder? Oh mein Gott. Oh, das sind wir wirklich falsch. Ich kann dich abbauen. Gregor war mein Handelspartner. Sein Verlust betrauert mich sehr. Hm. Okay. Hey, wie ist der König? War ein Handelspartner von ihm? Oh, deswegen findet er auch traurig, dass er gestorben ist? Hä? Okay, also er war's nicht, oder was? Brennen wirst du, bis du bereit bist.
für das Ritual der Sünd. Minecraft-Ritual? Warte, was? Nein, nein, was für ein Ritual? Wo bin ich hier? Können wir nicht rausgehen und irgendwie ein bisschen feiern? Denn Diebe erwarten eine Strafe schlimmer als der Tod. Oh, Leute, oh. Was? Guck dir mal wieder an, aus. Der sieht richtig komisch auch aus, oder? Was ist das hier bei dem Lord? Der sieht richtig scary aus. Was ist das? Sieht hier. Ist das sein Arm? Ist das sein Arm, der einfach weiter oben an seinem Kopf hängt, oder was ist das? Was für eine Strafe schlimmer als der Tod? Wie wär's, wenn du mich rauslässt und ich geb dir ein paar Schnitzel? Oh mein Gott, Leute. Dazu wirst du jetzt eine von meinen Vampiren heiraten? Warte, was? Warum das? Ich bin verwirrt. Ob du willst oder nicht, das Ritual wird vollendet? Leute, was will der für ein komisches Dämon-Ritual machen mit mir? Für ein Vampir-Ritual, was weiß ich? Wir wollen ihn jetzt essen oder verheiraten oder verheiraten und dann essen? Verstehe ich nicht. Warum? Das Feuer unter deinen Füßen wird die Wunde heilen. Was für eine Wunde? Wovon redet der? Verwandeln die ihn jetzt in einen Vampir? Geklaut, Leute. Leute, wir verbrennen schon andere Leute nur mit dem Hut. Okay, ich meine, okay, ich bin auch weggerannt, aber... Und die Hochzeit versiegeln. Leute, was? Will ich vielleicht irgendwie, dass ich eine Vampirin heirate, damit ich auch zu einem Vampir werde oder einer von ihnen? Oder dass ich einen Fluch krieg? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Hier ist er. Du wirst schon bald merken, was deine Strafe sein wird. Warte. Oder wenn ich sein Ritual mache, ist das Monster vielleicht böse auf mich? Kann das sein? Leute, ich weiß, was er... Ich habe keine Ahnung, was er hier fabriziert. Es wäre cool. Viel Glück, du wirst es brauchen, Dieb. Wem musst du wohl heiraten? Okay, vielleicht bin ich ein Dieb, aber das war nicht so gemeint. Ich wollte es nur ausleihen. Ach, oh nein, Leute. Ich wusste, ich hätte diesen dummen Hut zurückgeben sollen, Leute. Es war ein Fehler. Ja. Okay, ich esse mein Schnitzel hier. Kannst du, ich höre einfach meinen Herzschlag. Was passiert jetzt? Also, ich hab mich ausgeraubt, deswegen ist mir mit Tausend durcheinander. Okay. Wir machen den Screenshot, wo wir das Monster gesehen haben. Oh, Leute. Oh, nein. Oh, ich glaube, ich weiß, warum. Stell dich vor, er wird jetzt ans Monster verheiratet. Warte, hab ich jetzt gerade vorhin eine Hochzeit mit einem von den Vampiren gemacht hier? Als Teil des Rituals? Ist doch ein Schnitzelfluch. Fluch kriegen oder so? Leute, was für ein Fluch? Du musst regenerieren, jawohl. Ganz ruhig, okay. Flug denkt logisch, okay, warte mal. Ich mach den Screenshot hier unten hin. Kann es sein, dass er mich ans Monster verfüttern will, ist hier? Oh, ich hoffe, das Monster kommt nicht. Ups. Sind wir drüben. Wo denn? Da war sie doch, Flo. Eigentlich da. Da war ich. Ja, genau. Sündra! Sündra, hast du mich verpetzt? Nein. Halt still, ich kann dich befreien. Übrigens, mir fällt gerade ein, ich könnte mit dem Boot... Nee, Boot kann ich nicht platzieren hier. Boot MLG. Oh! Leute, sie hilft mir. Und ich dachte schon, sie ist böse. Oh. Nice. Leute. Ich glaube... Schnell, sie werden dich suchen. Oh mein Gott, wo ich hier gelandet bin. Okay, lass weg hier. Und ich dachte schon, du bist einer von ihnen. Weil du auch ein Vampir bist, lauf mir nach. Ich glaube, Sündra ist so eine Art Außenseiterin. Die wohnt ja auch woanders, in ihrem Turm. Aber irgendwie gehört die trotzdem ein bisschen dazu. Die macht so ihr eigenes Ding, aber kennt die anderen Vampire auch, ne? Verstehe ich nicht so ganz. Sie ist irgendwie ausgetreten oder so wahrscheinlich. Oh Mann, ey Leute, was? Was ist da gerade vorhin passiert? Er hat irgendwas gesagt. Warte, wir? Die Hochzeit versiegeln. Leute, was für ein Ritual hat er gerade gemacht mit mir vorhin? Du bist verheiratet jetzt, Flo. Du musst aufpassen, sagt Sündra. Ach, hier ist Vampirdorf. Warte mal. Ich mache ein neues Short. 5 Fakten über Chaosflo 44. Erster Fakt. Wusstet ihr, dass Flo seit... Warte, wann kam das Video nochmal raus? Ende 2020. Wusstet ihr, dass Flo seit 2020 verheiratet ist und das auch noch an ein Vampirmädchen? War das nicht der Berg, wo das Monster war? Das wusste keiner. Die Vampire kennen keine Gnade. Ja, ich weiß. Vielleicht hätte ich nicht den Hut klauen sollen. Ich weiß, Dracula. Ja. Ich dachte, ich komme gegen ihn an. Hätte ich ein Silberschwert gehabt,
wäre der safe nicht so aggressiv gewesen, wie er war. Weil vor selber haben die Angst. Und ich hab dummerweise kein selber Schwert gehabt. Leute, ich hoffe, Manfred ist gut davongekommen. Ich hoffe, er wurde nicht eingefangen. Ja. Wärst du ein Mensch, hätten sie dein Blut sofort getrunken. Stimmt, ich bin eine Melone. Also, die können mein Blut gar nicht trinken. Und ich getötet. Oh, Syndrom. Ey, aber ultra. Leute, Syndrom. Ultra cool von dir, dass die mir hier hilft. Ja. Weil ich dachte, sie hat mich verpetzt. Wobei sie mir vorletzte Folge auch geholfen. Ich glaube, Syndra kann man vertrauen, oder? Ich glaube, die ist auf Flo's Seite oder steht auch ein bisschen auf Flo, ne? Man weiß es nicht. Würde wenig Sinn machen. Dracula ist der Anführer der Vampire. Ey, Syndra, hier, als Geschenk kriegst du hier den Besen, ja? Den hat mir diese Victoria gegeben, ich brauche ihn eh nicht. Kannst du ab... hier ist ein Hase. Was sagt sie? Dracula ist der Anführer der Vampire. Seinen Hut hättest du lieber nicht klauen sollen. Ja, Leute, es... im Nachhinein da dachte ich mir es auch. Es war es eigentlich nicht wert, das ganze Krawall hier nur wegen dem Hut. Eigentlich hast du recht, Syndra. Okay. Nase. Das machen mich hier panisch. Ich glaube, dass das Monster hier irgendwo ist. Ich habe versucht, dich neulich noch zu beschützen. Ja, ich habe es gemerkt. Danke, Syndra. Du musst dann, glaube ich, weg oder so. Aber weil sie mich beschützt, wo ich mich im Kasten in diesem Schrank verstecken durfte. Das war richtig nett von ihr. Oh Mann, Leute. Flo kann sich gar nicht mehr bewegen jetzt nachts, oder? Ich meine, die Vampire suchen jetzt alle. Das Monster wird ihn auch angreifen. Es ist einfach für ihn null sicher mehr. Ich weiß, was du tun sollst. Die Wahnsinn scheint nicht. Ich mag dich nämlich. Oh, Syndra ist richtig niedlich von dir. Aha. Okay, Leute, also wir können schon mal abhaken. Vampire sind es, glaube ich, nicht gewesen mit dem König. Ich tippe mir noch auf wie heißt die nicht Hydra, sondern Helena. Gibt's Leute in den Kommentaren, die Flo und Syndra shippen? Das Flo und Syndra-Shipment. Nennt man, glaube ich, nicht, sondern die schreiben natürlich alles Gute für die 11 Jahre. Ja, okay. Da, wie süß, sie ist in jemanden verliebt. Ha, in wen wohl, Flo? Okay, tippe mir noch, dass die den König gekillt hat. Aber wir haben keine Beweise. Schreibt mir in die Kommentare, wie. Warte mal, war da gerade irgendwas in der Luft? Oder oben auf dem Berg? Ich will dich nicht verlieren. Du bist wichtig für mich. Oh. Ey, Leute, irgendwie sind nur die Einzige in dem ganzen Projekt, die auf meiner Seite ist, habe ich das Gefühl. Sonst sind alle böse oder gegen mich oder irgend sowas. Woran das wohl liegt, Flo? Aber, na gut, ich meine, Leute, immerhin etwas. Alles klar. Na dann, mach's gut und pass auf. Ein Herz sogar. Hör dich auf. Alles klar, Syndra. Dann bis später. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, stelle, lasst einen dicken Daumen hoch da. Für schon mehr getan. Mensch Vampir. Holt auf jeden Fall auf shop.gift zu kommen, die 11-Jahre-Sachen. Limitiert, nur für kurze Zeit. Ich glaube, bis Weihnachten gibt es die Eis- und Feuer-Edition im Shop. Und die Vollbrit-Holis, solange der Vorrat reicht. Es kann auch sein, dass die in ein paar Tagen ausverkauft sind. Also seid schnell, aktiviert die Glocke, abonniert mich, schreibt eure Theorien in die Kommentare. Haut rein. Und ciao. Leute. Auf Wiedersehen, Flo. Boah, kein Jumpscare am Ende oder sonst was. Da haben wir ja Glück gehabt, Leute. War auf jeden Fall mal wieder eine coole Folge. Da hat er Glück gehabt, dass Syndra ihm geholfen hat. Ansonsten wäre jetzt... Ich weiß absolut nicht, was das für ein Ritual war, um ehrlich zu sein. Die haben ihm die Füße irgendwie verbrannt und verheiratet. Keine Ahnung, was da deren Plan war. Aber naja, war eine sehr, sehr nice Folge, Leute. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like dafür. Mehr Minecraft Vampire Reactions. Und auf Wiedersehen.